Heute haben wir ein ganz spezielles Thema für euch. Heute ist Weihnachten. Hallo? Und ich bin voll spitz auf ihn. Du glaubst auch an den Weihnachtsmann? Das kostet alles Geld. Oh, das ist jetzt auch nicht so. Kommentare, Kommentiershow! Yo, Servusla und herzlich willkommen zur Kommentare, Kommentiershow. Da wir uns gerade bei unseren Familien und Omas befinden, meine heißt Trinity. Neo. haben wir schon vor den Weihnachtsferien eine Idee gehabt, wie wir euch trotzdem mit gewohnter Kommentare-Kommentiershow über die Weihnachtszeit bringen können. Und zwar werden wir diesmal uns selbst kommentieren. Und zwar werden wir zurückreisen, eine Zeitreise machen in die, ich würde schon fast sagen, dunklen Zeiten von YTT. Dark, dark side. Wir gucken uns längst versteckt verloren gegangene Perlen aus dem YTT-Universum an, werden diese kommentieren und natürlich eure Kommentare dazu. So, seid ihr bereit, Jungs? Ja. Ich habe da nämlich ein Video von euch beiden gefunden, was ihr produziert habt, während ich im Zivi war. Das war voll geil. Und ich fand es auch damals richtig geil. Die Community fand es nicht geil, ganz so geil. Verstehe ich nicht. Lass uns gemeinsam Ente wird geköpft ansehen. Hallo. Ich würde bitte gerne eine gebratene Ente bestellen. Ich da Ausschau, ey! Anta, Anta, Anta! Okay, super. Können Sie auch nach Hause liefern? Anta, Anta, Anta! So, wie viel macht das dann? Ente, Ente! Wow! Willst du mich verarschen? Das ist ein kompletter Kopf! Kranker Spinner! Alter, was war das denn? Deine Schauspielfähigkeiten, Alter. Boah, meine auch. Alter, was geht mit dir? Aber ich will einen bescheuerten Entenkopf. Das sind wir schon umgezogen, da war alles schon neu. Geile Friese. Alter. Ist das random? Sorry. Der Gang ist komplett von Scary Movie geklaut. Geil. Geiler Effekt. Mit dem Skateboard haben wir es gefilmt, weißt du? Aber hab ich da nicht mitgefilmt? Weiß ich nicht. Kurz doch, doch kurz. Ja, da. Das filmst du. Ja. Da ist mein Bart langsam abgegangen. Boah, hab ich Hunger, ey. Enter, Enter. Das ist die beste gebratene Ente, die ich jemals gegessen habe. Geiler Endgame. Was genau, Leute, ist der Sinn von dem ganzen es Ding? Gibt es gibt keinen Sinn. Das ist das Geile. Es aber gibt was, keinen ist, Sinn. Was ist die Pointe? Dass der am Ende dann. Was ist die Essenz? Dass was er die ist doch passiert? Ist, dass er doch die geschlachtete Ente ist. Ja, dass die doch explodiert. Ich weiß ich nicht, was, geil, auf was für Drogen wir waren, los, weiß ich nicht mehr. Anstatt das Messer nimmt er die billigste Waffe, das Laserschwert. Hey, das Laserschwert ist das Geilste. Ja, was war denn da besser? Das war ein Plastikschwert, es war kein Laserschwert, es war ein Plastikschwert. Das war ein Laserschwert. Ich würde auch immer zum Plastiklaserschwert greifen. Also ich glaube auch, dass ein Plastiklaserschwert durchaus einschüchternder wirkt als so ein Messer. Ich glaube, das hat Disney jetzt aufgekauft. Und was lernen wir daraus? Waititi, bitte keine Waititi-Videos gucken. Nee, das steht da nicht. Ich hab's gelesen. Zieh einem Chinesen nie am Zopf. Chinesen oder Chinesen? Das ist nämlich der Punkt. Oder Chinesen. Weißt du, du hast es begriffen, du hast diesem Video einen Sinn gegeben. Genau darum geht's. Man soll Chinesen nicht am Zopf ziehen. Wir haben einen Bildungsauftrag. Das ist quasi die Message hinter dem Video. Zieh mich am Zopf. Wir machen einen Song drüber. Zieh mich am Zopf. Zieh mich am Zopf. What? Zieh mich am Zopf. Zieh mich am Zopf. Ja, soll er. Der ist cool. Also, Tong soll wieder auftauchen. Aber wäre voll cool, wenn ihr Karate miteinander macht. Also, ich finde, das kam ja Karate schon recht nah. Die Skills, die Stunts, die da waren, waren auf jeden Fall geil. Ja. Bei Heavy Metal. Professionelle Stuntmänner. Also ich habe mich schon so gefühlt wie Jackie Chan auf jeden Fall. Ich auch wie Brad Pitt. Kannst du nochmal diesen Akzent machen? Ich kann den nicht mehr. Du hast verlernt. Probier es einfach mal. Ich weiß nicht. Soll ich den wieder machen? Ja, ihr müsst es in die Kommentare schreiben. Nee, jetzt probier doch einfach mal, komm. Ich kann das, ohne den Fake Bart kann ich das nicht. Probieren kannst du doch zumindest mal. Jetzt kommt's. Also jetzt in der Hände. Enter, Enter. Also ich nehm's ihm ab, für mich klingt's chinesisch. Okay, ich würde mal sagen, wir kommen zum nächsten Video. Oh, auf das freue ich mich sehr. Oh, oh. So, da glänzt der TC in voller Pracht in dem Video, was jetzt kommt. Und zwar war das, die Idee war, ein Dr. Sommer auf YouTube zu machen mit TC als Frau, die Sexpertin. Los geht's. Herzlich willkommen zu Deine Mutter weiß es besser.
Ja, herzlich willkommen zu... Zu deine Mutter weiß es besser. Ich bin der Vater. Ich kann Rock gucken. Ich bin der Vater. Ja, ja, das wissen wir schon, dass du der Vater bist. Also, ich bin doch auch mal. Ja, gut. Heute haben wir ein ganz spezielles Thema für euch. Und zwar bezieht sich das auf Sex. Ihr habt, wie im Feld, bei mir ist er schon ein bisschen länger her mit dem alten Schapter, aber ihr habt uns Fragen per Zwitscher und per Fatzebock gestellt. Und wir haben gesagt, ob ihr Sachen wissen wollt von mir, von der Mutter. Und ich bin natürlich bereit, euch die Fragen zu beantworten mit meinem super Vorbau hier. Du starrst drauf, bist auch spannend. Halt, schaust du Maul! Doch alles. Geil. Du bist das. Ja, ich hab echt geile Tits da. Also, dann haben wir hier das Bierchen, hier haben wir das Blümchen und dann macht. Das ist richtig klatschig. Jetzt hat das von Vollaciton, Alter. Abgefuckte Fotzen. Ich hab mich so cool gefühlt, ey, ich da sitze einfach nur. Ähnlich. Ja, meine Lieblingsstellung ist, wenn ich oben liege, dann habe ich die Kontrolle und dann schlage ich. Dann geht das Video. 6 Minuten? 7 Minuten? Und der kommt ja eher für 5 Minuten. Komm, ich kann nicht auch oben die Kontrolle halten. Also ich mag oben besser. Habe ich damit deine Frage beantwortet? Was gefällt dir besser? Hallo. Nicht so lang die Zeit, das kostet alles Geld, aber ich nicht. Ich dachte, ohne das Video, das wird jetzt zu lang. Da muss die Produzentenseele mir jetzt was tun. Der Ton ist auch perfekt, so richtig schön hallig. Die Musik! Natürlich hat er es genau der gleiche wie du, wenn jemand die Häuser zu dir kommt, jetzt kommt die Pointe. Jetzt steuert's aufs. Dramatische MBC. Oh nein, Spritzebock! Kannst du da so einen epileptischen Anfall bekommen, Os? Nee. Deine Mutter! So, das war's wieder mit den Fragen. Mir hat's ziemlich Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte wieder welche Sachen dann ausfiltern. Und wenn wir mal wieder Fragen an euch haben, hoffen wir natürlich, dass ihr so aktiv dabei seid wie jetzt bei dem Thema Sex. Also ich hatte Spaß mit dem Video. Ich hatte auch auf jeden Fall Spaß. Nachhinein. Mit dieser Erwartung halt wirklich jetzt was richtig Schlechtes zu sehen, dann finde ich es geil. Der Trainer, deine Mutter ist geil. Ich glaube, der Tizi und der Os und ich, also wir drei, wollen uns an der Stelle nochmal offiziell bei allen, die dieses Video gesehen haben, entschuldigen. Dass ihr so viel lachen musstet. Wir wollten nicht eure Zeit verschwenden. Ich glaube, wir haben es mal wieder geschafft, mit dem Video die deutsche Comedy zu revolutionieren. Und da bin ich sehr stolz auf uns. Wir haben es damals schon revolutioniert. Kann man schon sagen. Also damals. In diesem Sinne. Es war Revolution. Kommentare. Das ist irgendwie schlecht geschauspielert. Mann, Jungs, rafft euch auf, um noch ein paar lustige Videos zu machen. Also ich habe es mir abgekauft, ganz ehrlich. Also ich fand ja auch, habe ich ja vorhin schon gesagt, ich fand es nicht schlecht geschauspielert, ich fand es schlecht geschrieben. Es war praktisch nicht geschrieben. Genau, und das merkt man aber auch. Ja, sollte man auch. Im Negativen. Den Franken-Charme sollte da durchkommen. Ist kein Charme, ist einfach scheiße. Ist doch mal was anderes. Niveau sitzt unter den Tisch und heult. Geile Sache, Jungs. Muss man ja auch mal. Niveau ganz unten, tief stapeln. Kannst du mal besser Taschentuch werden. Raus und gib dir Niveau ordentlich. Sie schreibt auch, ist mal was anderes. Das heißt, nicht alle unsere Videos waren so schlimm damals. Mein Goldfisch macht bessere Witze. Ja, nur noch 15 Zocker. Dann schickt uns jetzt mal ein Foto von einem Goldfisch. Ich glaube nicht mal, dass du einen hast. Oh, harter Rücktis, Alter. Tizi, geht's dir gerade nahe? Ist das schlimm, sowas? Ich meine, es ist viel Zeit vergangen. Ganz ehrlich, ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern, wann wir das so genau gedreht haben. Drum, das ist eine andere Person, die dann im Video war irgendwie. Aber du stehst noch zu dem, was da passiert. Ich find's jetzt sehr lustig. Ich bin froh, dass wir die Erfahrung gemacht haben. Anders als andere Projekte bereue ich das nicht. Ja, apropos schlecht geschauspielert. Wir gucken da mal hier rein in ein altes Meisterwerk von Philips schauspielerischer Kunst. Hier gucken wir mal rein. Lieber Weihnachtsmann, ich weiß, ich hätte dieses Jahr braver sein können. Deswegen fällt mein Wunschzettel etwas bescheidener aus. Ich wünsche mir einen lebensgroßen... Du hast da schon voll die Geheimratsecken, Alter. Ein PS3, ein MacBook und eine 4-wöchige 5-Sterne-Kreuzfahrt. Künstlerschal. Schreib eine Mail an den Weihnachtsmann. Achso, ja. Heute ist Weihnachten. Hallo? Willst du dich da ausschlagen oder will nur ich dich da schlagen? Nein. Ich will mich. Nein. Naja, gut. Weil Weihnachten ist. Das war ein Fehler eigentlich. Ein Türke im Weihnachtsmann-Outfit. Weihnachtsmann! Was ist Outfit? Komm mal, Weihnachtsmann. Bad Santa, das ist mein Name.
Da hat der Einsatz gesucht, der vom Rap. Komm ich geflogen, ich hab meinen Sack dabei, alias meine Hose. Ich hab den Beat gehört. Heißt das, du hast meine Geschenke dabei? Jetzt. Warst du dieses Jahr auch immer schön brav? Dann hab ich hier dein Dünner extra scharf. Hey Klugscheißer, halt die Luft mal an, Mann. Ich bin der Weihnachtsmann. Mann, was will ich mit Rudolf und seiner Crew? Ich hab dicken Zeit. Oh, jetzt kommt's. Du? Ich hab fettere Lines, fetter Rhymes. Nicht nur so ein Scheiß, wer bist du schon? Oh shit, nur ein türkischer Kreis. Du bist doch nur eine Kopie. Denkst, wer ist der Über-MC? Ach komm schon, dich ins Knie. Den Weihnachtsmann toppst du nie. Ja! Burp, that's shit! Du glaubst auch an den Weihnachtsmann? Du wirfst mir gerade eben noch vor, dass ich dann Brief an den Weihnachtsmann schreibe. Ja, glaubst du dann, stellt sich raus, dass du auch an den Weihnachtsmann glaubst. Glaube nicht an ihn. Aber du glaubst an ihn, darum geht's. Warum habe ich jetzt mittlerweile auch einen Bart schon mal mit Fächern? Warum soll ich nicht auf ihn achten, weil meine Mutter gerade mit dir geworfen hat, dass ich an ihn glaube? Ich erzähle jeder aus der Schule, dass du an den Weihnachtsmann schlaue Kopf bist. 19, ich sag nur 19. Ich will's nicht. 19. Hey, was? Wo ist der Dönermann? Der Dönermann. Und wo ist meine Playstation? Und wo ist meine Liebeshose? Und wo ist mein Zauberstab? Na, den habe ich hier. Ach so. Schlingel. Was? Yusuf. Yusuf. Der Chef, sorry, Mann, da war nicht mehr zu holen. Geile Effekte. Das nächste Mal überlegst du besser, wen du ausraubst. Okay, okay, Mann. Ich war mit Audas hinter. Wofür war der denn? Dafür, dass du gefragt hast. Ich bring das Zeug mal eben rüber nach Afrika. Oh, oh, oh. Den finde ich gut. Ja, aber da geht irgendwie nicht auf, weil der Ton so schlecht ist. Man hört es gar nicht. Ja, gut, technisch hätte man noch ein bisschen was machen können. Ja, aber ich meine, hat ein paar Längen noch drin. Machen wir heutzutage Videos, die sind technisch wesentlich besser und inhaltlich wesentlich schlechter. Oh, so wie die Kochabschau zum Beispiel. Selbst ist. Was? Gibt's jetzt den Weihnachtsmann oder nicht? Naja, es gibt ihn schon. Er hat etwas andere Motivation, als er du denkst. Dir. Also kommst du aus Afrika, dann bist du. Dann kommt er bald zu dir. Oh, TC kann voll gut rappen. Ich hab fette Rhymes. Das Sims 3 Navigator. Schreib mir mal deine Handynummer in die Kommentare. Dann rappst du dir was vor. Rapp ich dir was vor. Privatsession. Wie, danke, vielen Dank. Die Frage ist doch eigentlich, TC, sind deine Rap-Skills seitdem besser oder schlechter geworden? Ich glaube schlechter. Ich weiß noch damals auf den Partys, wo wir immer betrunken waren, so mit 17, 18, haben wir immer gegen jeden gebattelt, auch gegen die Rapper, die sich dein Hip als Rapper genannt haben, immer alle vernichtet. Also war ein bisschen realer damals. War ein realer, ja. Ich finde, also das mit den Händen hast du dir beibehalten. Ja, dass du da schon eine recht rege Bewegung hast. Aber inhaltlich und Skills. Naja. Vor allem Freestyle, ja, Freestyle macht am meisten Spaß. Sehr bescheidener Wunschzettel. Ja, hat ja auch dementsprechend gut funktioniert. Das war der Witz. Socken habe ich gekriegt. Was hast du dir gewünscht dieses Jahr? Ich habe mir nichts gewünscht, weil ich nicht feiere. Ich musste langsam bis nach 6 Jahren, musst du langsam bis das Ausgleich. Du fragst es jedes Jahr. Ich denke, er kann sich ja trotzdem was wünschen. Wünsche mir immer wieder unter die Nase. Ja, okay. Toll, dann wünsche ich es mir, weil ich weiß, dass ich es sowieso nicht bekomme. Vernichte ich halt dein Geschenk, Os. Ist ja nicht so, dass ich dir schon was gekauft habe. Nein. Ich will nichts. Doch, wir haben echt was von Ost gekauft. Was denn? Das sagen wir dir jetzt noch nicht. Nee, ich hab dir was. Also nein. Ich hab dir am. Ihr werdet mir was gekauft haben, weil wenn das rauskommt, habt ihr das schon quasi. Weil wir das schon haben. Ja. Okay, sag's mir jetzt mal. Nein, das ist doch der Witz, weil das. Ach so, nee, den haben wir noch nicht. Warum nicht? Naja, weil. Scheiße, müssen wir noch kaufen. Oh, jetzt wird's knapp. Also, ich hab mir von meinen Eltern irgendwie eine coole Tasche gewünscht. Eine Tasche? Ja, so eine leise Tasche. Ja, hallo? Warum muss man sich immer sparen? Ich brauch das halt! Was wünschst du dir noch? Was hast du dir gewünscht? Was ich mir gewünscht hab? Was hättest du dir gewünscht, wenn du eingeschrieben hättest? Ich hab schon alles, was ich... Socken. Ja. Socken. Irgendwas mit Star Wars wahrscheinlich. Das kriege ich tatsächlich dann doch immer irgendwie, weil die Leute, bei denen bleibt hängen Dosen und Star Wars. Das bleibt irgendwie hängen und die kriege ich dann immer. Außer bei meiner Tante, die ist irgendwie immer noch auf dem Hype, auf dem Gedanken, dass ich Bücher mag. Und dass ich doch gern lese. Er mag keine Bücher. Der hört doch immer nur Hörbücher. Wahrscheinlich nächstes Jahr so eine... Liebe so eine Tante Michi, ich mag keine Bücher und ich lese nicht. Ich höre Hörbücher.
Ich wusste immer, dass der Weihnachtsmann ein beschissener Dieb ist. Schluchz. Ich liebe Philipp als Zauberer. Danke, Dieb. Kannst du den noch machen, den Zauberer? Der verdammt beschissene Zauberer. Komm, lass raus. Ah, Krampf im Bein. Bein. Warum im Bein? Warum im Bein? Weil ich mich so anspannen muss, wenn ich das tue. Wahrscheinlich hat er ein Ding im Arsch. Ich kann's nicht mehr. Ich hab das Ü nicht mehr rausgekriegt. Ich hab's hier gemacht. Yes! Geht noch. Okay, ja, das war's mit den Kommentaren. Ja, dann würde ich sagen, was das allgemein mit unserer Wir kommentieren unsere eigenen Oldies-Kommentare Kommentierschau. Langer Titel auf jeden Fall. Ja. Sollten wir irgendwie abkürzen. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war cool, mal so in die Vergangenheit zu gucken. Und ich muss wirklich sagen, ich freue mich sehr aufs nächste Jahr und ich freue mich auch drauf, in einem Jahr wieder Sachen zu kommentieren, die scheiße die, waren. Die wir lange vergessen haben, die scheiße waren. Deswegen danke, dass ihr da seid und wir sehen uns. Schöne Feiertage. Frohe Feiertage noch. Ja, frohe Feiertage. Bis zum nächsten Kommentar. Ciao. Tiershow, ciao.